Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So, also, nicht wundern, warum hier jetzt Burgplanken drin sind. Mir ist hier ein Creeper reingekommen und naja, kaboom. Und ich brauche jetzt mal neue Sakura-Wood. Und ja. Die Monsterfalle funktioniert jetzt, aber frag mich nicht wieso. Ich habe hier alles nochmal umgebaut, einen größeren Raum gemacht, hatte die Spawner erst da stehen. Dann hier stehen und dann habe ich sie wieder nach hinten in der Reihe gesetzt und auf einmal spawnen da Monster und ich habe keine Ahnung wieso. So, naja, spawnen jetzt und es ist gut. Auf jeden Fall. Wir wollten ja mit Blood Magic anfangen. Und für die Blood Magie brauchen wir erstmal die Mod hier. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen craften. Das Wichtigste für Blood Magic, den Altar, haben wir schon. So, jetzt brauchen wir erstmal, um anzufangen, brauchen wir ein Sacrificial Knife. Just a prick of the finger will suffice. Das wird ganz leicht gemacht mit einem Iron, einem Gold und 5 Glas. Dann brauchen wir erstmal hier die 5 Glas. Und den Rest können wir dann hier drin craften. Oh, Gold geht zur Neige. Ist gut zu wissen. Ja, der ist zu viel. Und wir haben ein Sacrificial Knife. So, was macht das Sacrificial Knife? Wenn man richtig macht, hat man Aua. So, jetzt brauchen wir halt als nächstes einen dieser Orbs. Und da fangen wir mit dem kleinsten an, dem Weak Blood Orb. Wenn wir jetzt den mal anschauen, wir brauchen ein Dia, 2000 LP, Tier 1, was? Lässt sich ganz leicht erklären. Wie man hier sieht, das ist dieser Altar. Das ist der Blattaltar. Da muss ein Dia rein. Bei dem ersten Tier vom Blattaltar gibt es mehrere Stufen davon, kommen wir später irgendwann mal dazu. Und der braucht halt 2000 LP. Dann wird er zu einem Weak Blood Orb. Das heißt, wir holen uns einen Dia raus. Und nehmen uns vielleicht mal was Brot mit. Können wir auch ein bisschen regenerieren. So, jetzt hatten wir jetzt gerade mal mit dem Messer in den Finger gestochen und nichts ist passiert. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt sieht man, dass das hier was reingekommen ist. Das ist Life Essence, Blut. Und das braucht man halt, um in Blood Magic voranzukommen. So, jetzt haben wir uns einmal damit gestochen. Da sind 200 reingegangen. Das heißt, wir müssten quasi einmal sterben. So, das sollte jetzt reichen. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich bin mir nicht sicher, aber grundlegend sollte das jetzt reichen. Machen wir lieber nochmal 1, 2 dazu. Ich frage das gar nicht. Und wir haben den Dia und rein damit. So, jetzt sieht man, wie hier davon Partikel abgehen. Das heißt, der wird gerade verarbeitet, der Dia. Da ist Life Essence drin. Der wird, wie gesagt, verarbeitet. Und sollte sich dann gleich in ein Blood Orb verwandeln. Dauert noch einen kleinen Moment. In der Zeit können wir nochmal was knuspern. Warum wir die Monsterfalle hier haben, das wird auch noch später erklärt. Anscheinend war das doch zu wenig. Jetzt weiß ich nicht, wie das am Anfang ist, ob da wirklich nur 100 reingehen oder 200. Aber anscheinend gehen da nur 200 rein, okay. Okay, wir kriegen echt so ein paar Hüte drüber. Das ist echt interessant. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Damit das ein bisschen besser läuft, haben wir hier... Nein. Gehen wir schnell hier rüber und machen uns mit der Essence of Nature das Magical Food, weil darüber kriegen wir nochmal den Regenerationseffekt. Einmal nom nom.
So. Dann müssen wir uns doch 2000. Also gibt dann doch nur einmal ein Stich 100 LP. Das heißt, wir müssten quasi zweimal sterben. Das gefällt mir jetzt hier gerade nicht. Ach du Kacke, wo kommt der denn her? Oh, jetzt hat das gerade einen ganz hohen Zeitpunkt. Okay, die kommen aber trotzdem noch an, das gefällt mir. Erstmal mal Zombie Brain. So, holen wir uns das Sacrificial Knife wieder. Ich glaube, ich muss echt den einen Zombie-Spawner, den ich, den Skelett-Spawner aus dem Dungeon, muss ich eigentlich raushauen. Das gefällt mir nicht. Okay. Mal knuspern. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knuspern. Erstmal nochmal hier was Brot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. So, jetzt sollte da. Hallo. Hallo. Ich störe dich. Ich merk's. So, ich habe gerade mit Blood Magic ein bisschen angefangen. Und bei mir ist jetzt gerade der Weak Blood Orb in der Mache. Der mache. Ja, eine Mache. Der saugt sich gerade so mit Lebensessenz voll. Und ich merke, dass ich die Monsterfalle nochmal ein bisschen vom Spawner überarbeiten muss. Okay. Weil der Skelett da drin, dieser Skelett-Spawner, das ist aus so einem Dungeon. Und ja, da kommen gerne mal welche raus, die mit Explosionspfeilen schießen. Das ist natürlich schlecht. Ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz deine Aufnahme stören, besudeln, Ja. betatschen. Und bin wieder weg. Dein verkackter Ernst. Hallo, liebe Zuschauer von Dosch. Ich bin der Sigurin. Ich bin wieder weg. Du bist so ein Geh Vogel. weg, du Scheiße. Ach, mein Gott. So, jetzt ist hier der Weak Blood Orb fertig. So, was macht der Weak Blood Orb? Stores War Life Essence. So, wenn wir es einmal richtig machen, aua, ist der an uns gebunden. So, jetzt können wir auch hier rüber halt da rein leben. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin wieder top informiert, wie man merkt. Aber was wir auf jeden Fall jetzt als nächstes machen wollen, ist ein Divination-Siegel. Dafür brauchen wir einen Blood Orb, Glas und eine Blank Slate. Das ist einfach nur ein Cleanstone, der da reinkommt. Das sind 1000 LP. Das heißt,
Einmal müssten wir sterben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nom nom. 9, 10. So, jetzt gehen wir aber mal hoch und hoffen, dass da nichts gespawnt ist. Holen wir mal ganz schnell neues Futter raus. Hier so ein paar Fritten. Na. Gut, dann regenerieren wir auch wieder. Und haben wir noch einen Cleanstone? Nein. Da wir aber ein paar mehr von denen in Zukunft brauchen können, nehme ich mir mal 15 mit. Und wir gehen mal ganz schnell schlafen. Und ich glaube, ich weiß auch jetzt, wo die Creeper herkommen. Boah. Meine Güte. Jetzt weiß ich echt so einiges. Gracias. So. Creeperkopf. Redstone Furnace. Ich schmeiß natürlich mal rein. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich schon genug reingetan? Ich habe so ein Kurzzeitgeld, das ist unglaublich. Alter, schon 25 Level wieder. Okay, die Skelette kommen auf jeden Fall raus. Fliegen wir uns dann nochmal ein, zweimal. Und rein mit dem Cleanstone. Finde ich auch so furios, dass da jeder mittlerweile Cleanstone zu sagt. Es ist eigentlich wirklich nur Stone. Der Begriff Cleanstone wird ja von Gronkh eingeführt. So, Length Late. Mach mal das Licht an. Da sieht man, dass ich es ein bisschen umgebaut habe. Und jetzt gehen wir hoch und bauen uns das Divination-Siegel. So, einmal Glas. Die... Na da, Length Slate und wie Blood Orb. Und wir haben ein Divination-Siegel. Das Blood Orb bleibt im Inventar, also man muss sich immer wieder ein Dia opfern. Es ist halt einfach nur dafür da, dass es so ein Schlüssel-Item zu Blood Magic. Und wer ist hier mit 10? Current Essence 800 LP. Okay, jetzt weiß ich also. Wenn man damit 30 macht, mit dem Ob gehen 200 rein. Und wir gehen hier mit rein. Ja, mit dem Creeper-Kopf. Hm. Wie viel geht hier mit rein? Ja. Tausend. Okay. Sagen. So, ich räume da jetzt mal ganz schnell was auf. Mach dann den Skelett-Spawner da kaputt. Und da ich jetzt den Wizard-Effekt bekommen habe und man bei mir im Hintergrund Facebook gehört hat, würde ich sagen, gehe ich jetzt mal langsam aus der Ausnahme auf. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkungen und Kritik alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der würde sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mod Seltzer. Bis dahin, tüdelü!